Mit dieser Nachricht rechnen die Fans von Álvaro Soler wohl nicht. Der Sänger ist wieder Single. Der The Voice Kids Juror gibt nach 5 Jahren Beziehung seine Trennung von Sängerin Sophia Ayar bekannt. In einem emotionalen Instagram-Beitrag erklärt der Musiker: Da wir immer ehrlich zu euch waren, wollen Sophia und ich euch sagen, dass unsere Leben getrennte Wege gehen werden. Wir wollen euch für all die Liebe, die ihr uns immer gegeben habt, danken. Wir lieben euch und wir lieben uns. Und wir werden auch in Zukunft versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein. Den Grund für das Liebesaus verraten die einstigen Partner nicht. Und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Álvaro macht deutlich, dies wird das einzige Statement zu diesem Thema sein und hofft, dass seine Community das akzeptiert. Die beiden sind offenbar nicht im Bösen auseinandergegangen. Der 30-Jährige betont, dass sie trotz Trennung immer füreinander da sind. Auch das Bild, das Álvaro zu seinen Worten veröffentlicht, spricht eine klare Sprache. Sophia und ihr Ex umschlingen sich vertraut und strahlen dabei bis über beide Ohren in die Kamera. Nach einer Liebeskrise sieht es bis zuletzt bei dem Ex-Pärchen nicht aus. 2015 widmet der spanisch-deutsche Popsänger seiner einstigen Liebsten nicht nur seinen Song Sophia. Fans munkeln kürzlich sogar, dass sich die beiden verlobt haben. Im Promi-Flash-Interview im März dementiert Álvaro die Gerüchte nicht. Nee, ich glaube, ich lasse es so in der Luft. Generell verbringen die beiden in den letzten Monaten viel Zeit miteinander. Klar, dass es da mal zu Streitigkeiten kommt. Doch die können Sophia und Álvaro bislang immer aus dem Weg räumen. Im Promi-Flash-Interview schwärmt er von der Beziehung mit der anglo-spanischen Schönheit. In Quarantäne, ich meine, hallo, wenn wir, egal wer, ich glaube, wenn man auf einmal mit einer Person in einem Haus zusammen sein muss oder Apartment oder was auch immer, für eine lange Zeit und man weiß nicht wie lange, dann kann es halt auch manchmal zu, ja, Reibungsmomenten kommen, aber das ist dann total lustig gewesen. Eigentlich war es ja ziemlich geil, also weil halt wir nie so lange zusammen waren und das war auch schon ganz schön, weil wir haben gesagt, hey, dann mega, dann nutzen wir die Zeit einfach voll aus und das war gut. Die beiden sehen sich fast jede Woche, obwohl Sophia in Madrid lebt. Sie wohnen quasi schon unter einem Dach. Ja, eigentlich haben wir schon zusammen gelebt in Madrid. Also ich meine, leben wir schon zusammen sozusagen. Das ist eben so eine nur sie ist halt einfach immer da und ich pendle einfach hin und her. Aber ich meine, ich habe da mehr als meine Zahnbürste da. Der gebürtige Spanier lernt seine Ex-Freundin damals im Netz kennen. Auf der Social-Media-Plattform folgt Álvaro diversen Musiktalenten, auch Sophia. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Als er sie zum ersten Mal sieht, weiß er sofort, sie ist die Richtige. Nun gehen die beiden getrennte Wege. Und warum? Das wissen nur Álvaro und Sophia selbst.